Heute gibt es ein Coswell Single Cask aus dem Weinfass. Die Nase startet sehr fruchtig. Dazu sowas cremig-dessertmäßiges. Ein paar Kirschen, Röstaromen, eine leichte Holznote kommt noch dazu. Frische, knackige Pflaumen. Jetzt aber nicht zu süß. Ich habe auch eine leichte Vanillenote, aber die Süße ist bisher noch nicht so präsent. Es ist jetzt auch nicht sauer, aber bei sowas wie Pflaume und Kirsche hätte ich vermutet, dass es süßer wird. Für das Alter, finde ich, wirkt der relativ gut gereift. Okay, im Geschmack ist der Alkohol deutlich präsenter, aber ich hätte nicht auf 60, sondern halt eher Anfang 50% getippt. Also ist relativ gut eingebunden. Die Fruchtnoten sind durch den Alkohol sehr intensiv. Ich habe aber was Florales, was ich da ein bisschen irritierend finde. Die Kirschen sind wieder sehr intensiv, aber er erinnert mich trotzdem irgendwie an so eine Blumenwiese. In der Nase kommt jetzt warmes Karamell hinzu und diese Röstaromen gehen jetzt mehr Richtung geröstetes Holz und werden ein bisschen stärker. Kurz vorm Abgang kommt noch so eine angenehme Bonbonsüße hinzu, ein sehr leckerer Whisky. Mit ungefähr 100 Euro, aber absolut kein Schnapper und für mich auch nichts, was ich mir für den Preis kaufen würde. Aber eine sehr schöne Nase und auch durchaus leckeren Geschmack.